So, gab es noch... Ah, Alex wollte noch, genau. Ja, ich wollte noch auf eine Veranstaltung aufmerksam machen. Die findet nächste Woche Dienstag im Audi Max der TÜJU Braunschweig statt. Und zwar, es geht um die Ukraine. Und Angela hat ja schon vorhin ziemlich viel dazu gesagt, auch zur Resolution von dem US-Kabinett, was einfach auf Krieg ausgelegt ist in der Ukraine, hier bei uns in Europa, vor der Haustür. Und das Schöne bei der Veranstaltung ist, ist eine Podiumsdiskussion. Willi Wimmer, ein ehemaliger CDU-Politiker und Vizepräsident der OSZE, wird da einen Vortrag halten und mitdiskutieren. Es wird also umfassend beleuchtet, dieses Thema Ukraine, alle Parteien, USA, EU, Russland und natürlich die Ukraine, die Lage der Ukraine selbst. Und die Fragen sind, was sind überhaupt die Hintergründe der Krise? Einmal, es wird historisch aufgeräumt, wie konnte es so weit kommen? Was sind die Folgen aus dieser Krise und wer profitiert davon? Wer profitiert davon, dass es in der Ukraine momentan Krieg gibt? Wer profitiert davon, dass EU gegen Russland gehetzt wird? Und ja, das ist eine super Veranstaltung, auch um Leute einzuladen und einfach mal mitzubringen. Auch die in Politik fern sind, denen aber vielleicht der Frieden in unserem Land am Herzen ist. Nächste Woche, Dienstag, das ist der 16. Dezember um 19 Uhr im Audi Max der TU Braunschweig, findet eine große Podiumsdiskussion mit Willi Wimmer statt. Und da könnt ihr natürlich auch selbst das Wort ergreifen und eure Meinung zur Ukraine-Krise sagen, wo ihr vielleicht auch den Eindruck habt, dass sie nur einseitig berichtet wird. Ja, ich habe noch ganz viele Flyer mitbekommen von den Organisatoren, die werde ich jetzt verteilen. Und zahlreich verteilen, dass ihr die auch weiter verteilen könnt. Ja, ich würde mich freuen, euch da zu sehen. Dankeschön. Ja, danke, Alex. Gut, das ist der 16.12. Dann haben wir noch den, jetzt am Donnerstag, möchte ich noch mal kurz daran erinnern, unsere Sondermahnwache fürs Tierrecht hier am Platz. Ab 16 Uhr Aufbau, ab 17 Uhr bis 20 Uhr werden wir hier die Mahnwache haben. Germait aus Hannover wird hier sein, Musik machen. Wir haben ein bisschen was einstudiert, es werden Reden hier sein. Es werden Initiatoren von Rettet das Huhn da sein, die Hühner aus Legebatterien retten, damit sie eben ein Gnadenbrot bekommen bei privaten Menschen. Germait wird hier sein für Hof Butenland, die ein Altersheim für Kühe und Rinder haben, wo die also dann dort auch ihr Lebensende fristen können. Und also das ist jetzt am Donnerstag und ansonsten am 13.12. nochmal darauf aufmerksam gemacht, auf die Demo in Berlin vor dem Schloss Bellevue und gegen unseren lieben Herrn, in meinen Augen Kriegstreiber, Präsident Gauck. Ich wünsche euch ansonsten, ich hoffe, ich sehe euch am Donnerstag. Ansonsten eine gute Woche, kommt gut durch, eine friedliche Woche. Und ladet Leute ein für Donnerstag, für nächste Woche Montag, denn dann stehen wir auch wieder hier. Bis dahin, klasse, dass so viele da waren, trotz des Wetters und trotz der Vorweihnachtszeit. Dankeschön.